So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren gerade unterwegs in der Stadt, haben Locations gesucht für den Geburtstag, Abstiege ins Wasser, Zelt, Platz, alles hin und her, sah alles aus wie Rotz, aber ist egal, zur Abkühlung gönnen wir uns jetzt erstmal ein Eis, denn auf dem Rückweg waren wir noch bei McDonald's und das testet bestimmt wieder der Maggis Gott. Bis jetzt hat er es, glaube ich, noch nicht getestet. Ich habe noch kein Video von ihm dazu gesehen. Es wird sicherlich eins kommen, da freue ich mich schon drauf. Und ich möchte es auch probieren. Ein neues McFlurry Eis von McDonald's. Aber eine super Sonderedition, nämlich. Das sieht aus wie eine Dönerbox. Oder wie sie eine Nudelbox vom Chinamann. McFlurry. Shirin David. McFlurry, Shirin David, ein Bild von dieser Dame, wo ich immer dachte, das ist eine Pornodarstellerin. Ihr habt gesagt, das ist eine Sängerin. Wir haben nämlich schon mal Getränke von ihr getestet. Und hier hinten steht noch, ich darf das, ja. Also Kristall ist auch dabei, das ist auch sehr lustig. Das Design sieht an sich eigentlich ganz gut aus, ist sehr ansprechend, gerade für kleine Kinder, Mädels, Jungs, Pubertierende ist auf jeden Fall alles dabei. Wir wollen das jetzt probieren. Da ist, glaube ich, so, eigentlich ist da eine Erdbeersoße drauf. Wenn ihr hier reinguckt, ist da halt einfach gar nichts mehr drauf. Das ist halt jetzt einfach nur auf der Fahrt hierher und bei der Wärme kaputt gegangen. Ich nehme jetzt mal hier so einen Löffel, steck mir den in den Mund und frag dann auch mal Pupsi und das Muttertier, wie die das finden. Hört man das? Das knistert alles so. Das Knister, das Rascheln, das macht irgendwas. Das ist sehr toll, da fühlt man sich selbst wieder wie ein kleines pubertierendes Kind. Ansonsten habt ihr ein sehr leckeres, frisches Eis mit irgendwelchen Candy-Knusperperlen drin und Stücken, die hart sind, die du zerkaust, die dann knuspern, die eine so Erdbeerfruchtnote haben, gleichzeitig aber auch irgendwie wie das Bum-Bum-Eis schmecken. Und Bum-Bum-Eis ist mein absoluter Favorit gewesen in der Kindheit mit dieser roten Glasur, mit diesem weißen Vanilleeis oder was das ist und dem Kaugummi-Stiel. Kennt ihr noch Bum-Bum-Eis? Irgendwie schmeckt das so, irgendwie erinnert mich das daran. Vielleicht ist das ganze Rote hier aus demselben Material zusammengepfercht. Ich finde es auf jeden Fall toll, deswegen bin ich mal gespannt, was Pupsi und Mama dazu sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nach den Eistees oder was das war, die fand ich, glaube ich, nicht so toll. Dieses Eis, ich muss sagen, das ist toll, das würde ich mir sogar nochmal holen. Schmeckt auch beim zweiten Löffel. Jetzt gehen wir mal mit dem Eis rein. Und gucken mal, was passiert, wenn wir die anderen fragen, was die davon halten. Pupsi! Magst du mal einen Löffel probieren von meinem? Das ist nämlich extra hier, pass mal auf. Guck mal. Ja, du musst mal ein bisschen weiter runter. Warte. Hier, Yoda, ist für dich, du auch. Ja, ich glaube, der meckert, weil er nichts probieren darf. So, jetzt bin ich gespannt. Kannst du das andere mal mit reinbringen? Weil du willst ja sicherlich vom gleichen Löffel testen. Du bist ja immer so, dass du sagst, du hast noch Anstand und Manieren. Dann kannst du gleich das andere. Sehr, sehr. Erdbeerlastig. Dann ist dieses Knisterzeug Bubblegum, oder? Knisterzeug Bubblegum. Bubblegum, ja. Und ist das jetzt gut oder schlecht? Ich finde, es ist zu viel. Zu viel? Also durch diese Erdbeersoße und dann auch noch dieses Knusperzeug, ich finde, es ist too much. Aber für Kinder bestimmt cool. Ja, und passt einfach zu der super rosanen Verpackung, denn da erwartet man ja einiges. Dann kannst du auch mal einen Schluck probieren und mir sagen, wie das schmeckt. Ne? Das gute Shirin David Eis. Solange wie du da isst, gucke ich mal, was der Adi da macht. Adi Schatz, wie im Irrenhaus. Guck dir an, zwei Tüten Maggis Fraß sind schon leer. Nein, hier steht auf jeden Fall der ganze Tisch voll mit dem Mittag, was wir jetzt unterwegs dann haben wollten. Und hast du gerade gemacht? Ah ja, schmeckt nach Erdbeer. Schmeckt eigentlich ganz gut.
Schmeckt nach Erdbeer, und, schmeckt ganz gut. Ja, und dann dieses, was da drin ist, diese Bröckchen da. Bröckchen. Diese. Das sind so wie kleine Zuckerkristalle. Ja. Nur rot gefärbt und mit besonderen, auch nochmal ja. So einen kleinen bärigen jetzt Geschmack. Fängt, jetzt merke ich das Prickeln. Mich hat das an das Bum-Bum-Eis erinnert, was es immer gab. Genau. Aber das hat ja auch so eine rote Hülle gehabt. Mhm. Das ist halt auch so, ich glaube, das ist auch wieder das Tutti-Frutti-Geschmack oder irgendwas. Also ich finde es gut, ich würde es auch nochmal essen. Nicht jeden Tag, aber als besonderes Highlight, mal sich so ein Eis holen, muss schon drin sein. Habt ihr das auch schon mal probiert? Das Shirin David, ich glaube, ich habe noch gar keinen Thumbnail gemacht, muss ich mir mal hier vorstellen. Das Shirin David. So, das ist dann ein Thumbnail oder so, falls ich draußen vergessen habe, eins zu machen. Das Shirin David Eis bei McDonald's als McFlurry. Wenn ihr es getestet habt, schreibt es mal rein. Wie ist eure Meinung dazu? Grüße an den Megasgott, falls er das sieht. Jetzt weiter Irrenhaus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja.